Hallo, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Unterwegs bin ich hier vor dem deutschen Parlament in Berlin und neben mir habe ich heute einen besonderen Gast. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Vielleicht. Tag. Ja, guten mein, Tag. Mein Name ist Heike Hensel. Ich bin Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke. Ja, vielleicht, Heike, fangen wir mit einem Statement über diese Situation in Kolumbien. Ja, ich verurteile die Gewalt von Seiten der Spezialpolizei, ESMAD, von Seiten des Militärs, die die Menschen seit Wochen, seit sie begonnen haben, auf die Straße zu gehen, Ende April, und zu streiken für ihre Rechte, für Zugang zu Bildung, Gesundheit, gegen diese ungerechten Steuererhöhungen, die geplant waren, gegen die Armut, die sie erleben aufgrund der Pandemie. Für all diese Rechte sind die Menschen auf die Straße gegangen und sie erleben als Antwort Gewalt, massive Gewalt. Und das darf die internationale Gemeinschaft, das darf die Bundesregierung nicht länger schweigend hinnehmen. Wir brauchen Druck auf die Regierung Iván Duque. Die Gewalt muss gestoppt werden und wir brauchen eine Politik, die die Menschen unterstützt in ihren sozialen Rechten und sie nicht dafür noch bestraft, dass sie endlich um mehr soziale Gerechtigkeit in Kolumbien kämpfen. Ja, Gewalt und deutsche Regierung. Welche Rolle spielt jetzt bei dieser Situation auch Deutschland? Die Waffe, ich denke jetzt an die Waffenexport. Ja, also wir haben immer verurteilt alle Rüstungsexporte und wir erleben leider immer wieder, dass in Konflikten auch innerhalb eines Landes deutsche Waffen eingesetzt werden. Und wir wissen, dass zum Beispiel die Firma Sig Sauer, die jetzt gerade auch angeklagt ist dafür, Waffen produziert, ihre Tochterfirma in den USA, und diese Waffen auch nach Kolumbien exportiert wurden, nach Mexiko und andere Länder. Und das ist eine Beihilfe zu dieser Gewalt und zu Mord, wenn ich Waffenexporte genehmige oder nicht verhindere, wenn sie mit deutscher Hilfe exportiert werden aus deutscher Produktion. Und hier ist die Bundesregierung mitverantwortlich und deshalb fordern wir einen sofortigen Stopp sämtlicher Waffenexporte nach Kolumbien, keine Zusammenarbeit mit der Polizei, keine Zusammenarbeit mit dem Militär, auch im Rahmen der NATO. Denn Kolumbien ist globaler Partner der NATO und hier sind auch die NATO-Staaten in der Verantwortung, diese Zusammenarbeit zu beenden. Ja, jetzt am 6. Mai habt ihr 15 Parlamentarier, ausgenommen nur die FDP, einen Brief an Präsident Duque gerichtet. Daraufhin hat der Botschafter von Kolumbien hier in Berlin ein Antwort gegeben, wo er sagte, das Benehmen, das Verhalten von der Polizei wäre vorbildlich. Was hast du dazu? Ja, das ist natürlich eine Verharmlosung dieser Gewalt. Wir sprechen von fast 50 Toten, die durch die Polizei ihr Leben verloren haben. 50 Tote, das ist kein vorbildliches Verhalten, das ist kriminell. Das sind Straftäter, die müssen strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden für diese Gewalt. Wir haben viele Berichte von Frauen, die verhaftet wurden, die sexuell belästigt, vergewaltigt wurden in Polizeistationen. Wir haben über 1000 willkürliche Verhaftungen. Wir haben hunderte von verschwundenen Menschen, wo viele Angehörige jetzt fragen, wo sind unsere Angehörigen? All das ist keine vorbildliche Polizei, das ist kriminell und das ist Unterdrückung, Menschenrechtsverletzung und es verstößt auch gegen internationales Recht. Und genau deswegen fordern wir Aufklärung von der kolumbianischen Regierung und sie muss hier die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Ja, vielleicht für die, die ein bisschen so nicht so, immer noch nicht so daran glauben, was das passiert. Auf welche Quelle beziehst du die ganze deine Information? Wir haben viele Menschenrechtsorganisationen, Amnesty International, wir haben Reporter ohne Grenzen, die zum Beispiel berichten, dass es ja auch Angriffe gab auf UN-Einrichtungen, die gesagt haben, sie haben noch nie so ein Ausmaß von extremer Gewalt, Bürgerkriegähnliche Zustände erlebt in den letzten Wochen. Wir haben Berichte von den Vereinten Nationen. Wir haben viele Berichte in den sozialen Medien, wo Augenzeugen berichten, wo Opfer berichten, Videos, all das ist öffentlich da und es ist
bestätigt von Menschenrechtsorganisationen. Und insofern muss die kolumbianische Regierung hier Rechenschaft ablegen, was in diesem Land passiert und wie sie das ändern will. So kann es nicht weitergehen. Die Berichterstattung hier in Deutschland, wie findest du das? Ist das so ausreichend? Informieren die über die Situation da in Kolumbien? Wäre das nicht nötig, angesichts von dieser Situation mehr so zu berichten darüber? Ja, die öffentlich-rechtlichen Medien berichten leider viel zu wenig über Kolumbien. Die Situation ist katastrophal, es ist gefährlich und es kommen kaum Berichte. Wenn ich das vergleiche mit der Berichterstattung, die wir über Jahre zu Venezuela gehabt haben, jeden Tag, und bei all diesen Explosion- und bürgerkriegsähnlichen Zuständen berichten die deutschen Medien leider viel zu wenig. Und das ist auch ein Problem und deshalb müssen wir berichten. Wir müssen die Öffentlichkeit werden und die Öffentlichkeit wachrütteln. Was jetzt in Kolumbien passiert, geht uns alle an. Es gibt so viele enge Verbindungen, so viele Kolumbianer, Kolumbianerinnen leben in Deutschland. Wir haben enge wirtschaftliche Beziehungen, auch mit der Europäischen Union, und Handelsabkommen. Das betrifft uns alle. Wir haben viele Waren, die wir aus Kolumbien konsumieren. Wir können nicht länger wegschauen. Alle sind aufgefordert, Solidarität zu zeigen, jetzt mit den Menschen, die für soziale Gerechtigkeit und gegen die Gewalt in Kolumbien auf die Straße gehen. Ja, genau. Welche Schritte habt ihr vor, so auf deutscher Ebene und europäischer Ebene? Also wir wollen auf alle Fälle, es gab jetzt Erklärungen von europäischen Abgeordneten, auch von der Europäischen Linken. Wir wollen die Zusammenarbeit verstärken und den Druck erhöhen, dass zum Beispiel das Freihandelsabkommen mit Kolumbien gestoppt wird. Es gibt eine Menschenrechtsklausel in diesem Abkommen. Wenn die Menschenrechte massiv verletzt werden, dann kann das Abkommen gestoppt werden. Wir fordern einen Stopp dieses Abkommens. Und wir fordern von unserer Regierung, und das auch mit mehreren Abgeordneten, auch von anderen Parteien, dass die Geldzahlungen nach Kolumbien überprüft werden. Sie sind für die Umsetzung des Friedensabkommens. Wir erleben aber nicht Frieden in Kolumbien, sondern Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Und deshalb muss dieses Abkommen, die Geldzahlungen und meines Erachtens auch gestoppt werden und neue Forderungen an die Regierung für die Einhaltung der Menschenrechte, für die Umsetzung des Abkommens erst einmal formuliert und ausgehandelt werden. Heike, ich möchte nicht deine Zeit so strapazieren. Du kommst von einer Sitzung. Danke, dass du diese Zeit hast. Vielleicht zum Schluss eine Botschaft an die kolumbianische Bevölkerung, die schreien internationale Solidarität. Ja, wir brauchen die internationale Solidarität, denn den Kampf, den die Kolumbianer und Kolumbianerinnen jetzt auf der Straße für soziale Rechte machen, für ein würdiges Leben, das ist auch unser Kampf. Wir kämpfen gemeinsam und wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Und wenn Kolumbianer, Kolumbianerinnen getötet werden durch deutsche Waffen, dann geht es auch hier, uns Deutsche, etwas an. Und dann können wir nicht wegschauen. Und deswegen unsere Solidarität nach Kolumbien. Und wir sind an ihrer Seite und wir versuchen hier den Druck auf die kolumbianische Regierung zu erhöhen, dass sie nicht durchkommen werden. No pasarán. Vielen Dank, liebe Heike. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war aus Berlin. Ja. Schön, wenn dieses Video euch gefallen hat, wenn ihr das weiterleitet in eure sozialen Netze. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ciao. Eine Bitte, Heike.